Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und Hatschi! Ich heiße euch herzlich willkommen zum 101. Part von, ja, Let's Play Tales of Celia. Bläh. Wir sind immer noch durch das Stehgebiet, passend ausgerüstet, passend angezogen. Ja, mehr nicht. Wir sind kurz vor der Stadt, aber ich würde sagen, ich guck mal, ob ich hier speichern könnte, ohne dass was passieren würde. Okay, dann. Nicht. Dann würde ich mal sagen, können wir uns zur stillen Höhle teleportieren, dann würde ich da gerne hin. Entschuldigung. Ich glaube, hat man nicht gehört. Vor den dicken Rülpser abgelassen. Bin ich nicht erwachsen. So, anscheinend können wir uns nicht dahin teleportieren. Super. Oder könnten wir, wenn wir. Wie heißt das? Monnenhochland? Nein. Eingang zur stillen Höhle geht nicht. Das ist nicht so toll. Bäh. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die nochmal war. Okay. Einen Moment bitte. Bäh. Mann, da trinkst du einen Schluck, da musst du vorhin abrülpsen. Zweimal. Bäh. Ich hoffe, wie gesagt, das hat man nicht gehört. Jetzt habe ich nur einen Schluck getrunken. Zum Oh, hi. Koteletten. Fetzige Koteletten, mit denen man rau und männlich aussieht. Du darfst sie auch tragen, wenn du ein Mädchen bist. Nein. Also nicht, wenn das so männliche Koteletten sind. Ich will nicht, dass Elise männlich ist. Ja, ich gehe nochmal zurück. Weil wir erinnern uns zum letzten Part, da ist dieses Ding aufgetaucht und ja. Vielleicht ist es jetzt wieder aufgetaucht oder auch nicht. Mann, ich bin nur in diesen einen Kampf reingegangen. Das Viech war einfach zu nah an diesen Drachen dran. Und dann habe ich den Drachen verkloppt und das Viech war noch nicht mal drin. War ein bisschen. Aber irgendwann komme ich jetzt zurück. Ich erkunde ja immer offscreen hier die gesamte Welt nochmal. Und drehe jeden Stein um. Dann muss ich das eben auf meine Liste setzen. Ich hätte es aufschreiben sollen. Ich vergesse das doch bestimmt nicht. Gucke überhaupt nicht meine Aufnahmen nach und so, ja. So bescheuert, Daniel. So. Was haben wir in der ruhigen Höhle? Mein Gott, ein Schluck. Ich habe nur einen Schluck getrunken. Ey. So, das hier sieht auffällig aus. Ist er aber nicht. Okay. Hier ist eine Truhe. Mit ultimativen Waffen. Nein. Schade. Sieht aber nicht aus. Ach, wir kommen ja gar nicht hier weiter. Bläh. Wer hätte das denn gedacht? Na gut. Dann gucken wir mal. Geode. Wir sind die gleichen Viecher wie draußen. Verdammt. Na gut. Hui. Verdammt, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Aber haben wir nichts getroffen. Ha. Bin ich gut. Boah, wenn die Alliance, ich könnte mal den neuen Angriff einsetzen. Boah. Aua. Aua, lass mich. Ey, das waren. Ey, so ein. Diese Bewegung kenne ich aus. Soul Calibur. Aua. Was so auf. Wo kommt der zweite Drache her? Wo bin ich? Wo bin ich? Boah, das gibt's nicht. Jetzt wehrt er wieder ab. Wer? Ah. Ah. Mixer. Deine Abwehr wird nichts bringen. Anscheinend doch, weil es hat nichts gemacht. Hier bin ich jetzt nicht wieder mit Jude verbunden, sonst bin ich da auch immer mit ihm verbunden. Verdammt, war doch voll ausgewichen. Oh, das konnte ich verbinden mit Jude. Schön.
Den würde ich dann aber nicht hier auf oben lassen. Den würde ich. Weil warum heißt der wütender Sprung? Boah. So. Ha. Schön. Mann. Was sind diese pinken Schilder immer? Das haben die Bossgegner auch manchmal. Und Row und Level Up. Ich glaube, ich level die immer einzeln auf. Mal ob ich die jetzt alle auf einmal oder jeden einzeln auf, da wird sowieso keinen Unterschied machen. Vor allem weiß ich dann auch, was die alles schon gelernt haben und so. Und da kann ich mich auch besser darauf konzentrieren. So, was haben wir hier? Beweglichkeit, Bewahrung. Okay. Dann musst du hier hingehen. Und hier sind auch FP. Okay. Reicht aber nicht. Dann gehst du hier hin und hier hin. Mehr Vitalität. Und Fertigkeitspunkte. Ich weiß, wann ich. Ach, ich muss ja so oder so. Na, egal. So, Psyche, Geist. Geil. Super. Er braucht viel mehr FP. So, was haben wir gewonnen? Eine Truhe. Wäre das nichts Wichtiges drin, ne? Ah, und schwarze Federn. Ja, super. Und nur 5 Stück. Wie wäre es mit 50? Das wäre noch gut gewesen. Na gut. Gehen wir mal zur Stadt, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, weil ich mir sowieso beim ersten Mal die Städtenamen merke. Kannibal. Kannibala. Ganbaba. Ihr merkt es euch, glaube ich. Ihr kennt da sowieso jeden und alles und was weiß ich. Viele kennen ja schon alle Sachen, bevor sie überhaupt passiert sind. Wie geht das? Was hat mich jetzt aufgetaucht? Ich bin aber etwas paranoid. Ja, dann nicht. Mann, ich hatte 2 Chancen. Ich muss mal irgendwann das Spiel beenden, neu laden und gucken, ob das Viech dann da ist. Also bestimmt wieder da. Aber ihr seid auch nicht. Und da ist ein Sack. Du Sack. Fällt mir schon wieder ein. Shops aufleveln. Mysteriöse Perle. Geil. Was willst du denn? So, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, das ist eine industrielle Stadt. Ja, werde ich ja gleich sehen. Hallo, Kannibala Hauptstraße. Und wieder extrem japanische Musik. Ja, denkt sich nur, was sind das für Typen? Die laufenden Nasen. Wow, check those out. That's something you won't see anywhere else in the world. It's one of Kanbalar's famous mountain slide cars. What are they? Kanbalar was built along the peaks of a mountain range. Those slide cars connect the multiple districts together. Wie groß ist denn dann die Stadt? Hä? Wieso ist denn jetzt auf uns böse? Wir sind doch noch bei ihr. Na gut. I bet right now you're trying to think of a way to do things without Jürgen's help. Just try not to make trouble for him, okay? He's a nice guy. Er ist so ein netter Kerl. Kam irgendwie komisch rüber. So. Gucken wir uns von Anfang bis zum Ende an. Ach, wir können rein? Nee, verdammt. Offenen Laden bist du eigentlich irre. Keine Musik. So, ich glaube, Bestienzeug haben wir vieles. Ja, geil.
Und schon haben wir mit den Lebensmittelländer aufgeholt. 40 Elefantenstoß haben bräuchten wir. Das geht nur bis Level 60, wenn ich nach den Titeln hier gehen kann. Schön. Umkehrpuppe, geil. Rebirth Dolls heißen die, glaube ich, in Tales of the Abyss und so. Wie gesagt, die meisten Sachen kann ich nur auf englische Weise. Und in Tales of Graces gab es, glaube ich, nicht so eine Puppe. So. Ja, ich glaube, hier wird auch nicht viel mehr passieren, als wieder neu ausrüsten. Und was weiß ich. Jo, ich sollte wirklich alles hier reinballern, aber wer weiß, ob ich das nicht wirklich irgendwann mal alles brauche. Giga-Handschuhe, Bison-Keule. Na klar. So, ein Superladen, den ballern wir noch ein bisschen hier mit. Wow. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Geil. Monokel. So, jetzt haben wir alles auf Level 40. Jetzt kriegen wir erstmal unsere Titel, ne? Ja. Ja. Und weiter aufballern. Ich möchte die Dinge auch noch loswerden. Dann ballern wir den hier auf, den hier auf 42. Zack. Ja, komm, 43. Damit wir die Preise hier sinken. Den auf 43. Was wir noch schaffen. Nö. So, jetzt haben wir alles auf 42. Waffenladen. Schade. Das andere würde nicht viel bringen. Also außer wir haben bei irgendwas noch ganz viele Sachen. 43 Waffenladen. Gelochte Klinge. Supi. So, dann holen wir uns noch Ausrüstung. Das hat 2 Minuten gedauert. Ne, noch mehr. Kann ich da runterspringen? Nee. Waffenladen. Rüstungsladen. Waffenladen. Und wir haben 17.000. Und dann ist schon wieder alles extrem teuer. Sollten wir vielleicht immer erst die anderen Sachen holen, weil die nicht so teuer sind. Macht Sinn, ne? Aber ich kaufe mir gar nichts, weil ich voll wenig Geld habe. So, Rüstungsladen, Zubehörladen. Physische Verteidigung. Ich weiß nicht, klingt ja eigentlich gut, ja, aber komm mir mal wie so ein kleiner Sheet vor, wenn ich hier diese Dinger ausrüste. Na egal. Finden wir nur irgendeine Schatztruhe oder was weiß ich. Nein, okay. Dann würde ich sagen, kann ich hin, ohne dass was passiert. Jo. Jo. Hm? Nö. Okay, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier und drehe ich um. Okay. sogar der Tropfen weht im Wind. Was ist das denn? Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye.